Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Auch heute wieder dabei die gute Aushilfsziege, der gute Lasse und der Michael. So, was haben wir denn feines, Lasse, heute? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben einen Geist, den wir suchen sollen. Ein Raum mit unter 10 Grad Celsius. Wir sollen Zeuge eines Geisterevents sein und den Bereich des Geisters mit Räucherstäbchen reinigen. Ansonsten, okay. Der gute Geist heißt Sandra White und er ist gruppenaktiv. Also er mag Gruppen. Er ist Gruppenactivity. So, ich hab schon mal Fieberthermometer dabei. Was nehmen wir noch mit? Also ich auf jeden Fall nächstes Mal eine weitere Taschenlampe, weil ich muss jetzt wieder Standard-Taschenlampe laufen, das ist eklig. So, was nehme ich dann noch? Ich nehme das Buch noch mit. Ja, ich habe die Spirit Box. Nur das bei EMF. Ja? Okay, dann nehme ich noch das Buch mit, dann haben wir schon mal ein bisschen was abgedeckt, weil wir waren ja über zwei Teams, denke ich. Ich gehe von aus. Oh, du bist ganz schön kalt mit 15,6 Grad. Ja, 14,3. Ich bin kurz davor, Geist zu werden. Ja, sehr geistreich. Dann müsst ihr mich suchen, oder jag ich euch. Ja, Heimsuchung. Machst du nachher Klogeist aus, der? Boah, die Standard-Taschenlampe ist auch echt eklig. Wenn ich glaube, ich leuchte, wo du leuchtest, dann sehe ich meine Taschenlampe nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich die groß sei. Ja, wir gehen hier links rum. Ja. Lasse, bist du hier? Ah ne, du stehst ja da. nein. nein. Noch spuk ich nicht. Also 15 Grad in dem Raum, das ist auch noch nix. Gib uns ein Zeichen. Okay. Also hier ist 13 Grad, 15 Grad so in der Kante wieder, also ist nix. Ja, das ist zu warm. Ihr habt ein Telefon? Jo. Ja, dann ist es auf deiner Seite, oder? Ja, geh von aus. Ich hab's nicht gehört, also mach's gut. Bist du das Telefon entweder oben oder unten? Keine Ahnung, unten hat sich das eigentlich relativ laut angehört. Gib uns ein Zeichen. Ja? Witzig wär's, wenn er auf einmal dann kommt und sagt, ey du, hör mal zu, ich bin nur in Raum 4B oder so. Du kannst mir tatsächlich mit Gearboard fragen und du kriegst ja den präzisen Raum. Das hatten wir in der Title Map. Ja, Trash, ja. Und dann hast du 5 Räume mit Trash. wenn ich hier Classroom. Komm, wir gehen mal hoch. Sicher? Ich mag das ja unten. Ja, ich geh mal in Luft gucken, also was soll denn aber schon passieren dann? Im Ufer müssen wir halt laufen. Genau. Gib uns ein Zeichen! Geist, wo bist du? Ach, so sieht es doch schon besser aus. Das war ich. Ich habe Licht angemacht. Okay. Oh, hier ist die Tür schon offen. Bist, oh ja, hier 9 Grad, 6 Grad, also 9,6. Ja, bist du hier? Ja, 7 Grad hatte ich eben gehabt. Buch ist schon mal platziert. Wir sprinten dahin. Also hier habe ich 7, 9,6 und so, also das ist schon unerklärt 10 Grad. Ja, das muss so sein. Wie alt bist du? Schreib in das Buch, das hat er schon gemacht. Er hat ins Buch geschrieben. Einmal okay. Buch geschrieben. Danke. Bist du eine Frau? Bist du ein Etwas? Willst du meine Fragen beantworten? Er hat sogar auf etwas reagiert. Willst du meine Fragen beantworten? Dürfen wir reden? So, ich gehe dann schon mal das nächste Zeug holen. Nein, darfst du nicht. Also ich bekomme keine Antworten auf die Spirit-Box. Leg die auf den Tisch. Mach sie an. Ich hol dann schon mal Kamera und so, sag, Alter, warum habe ich jetzt permanent 8 Grad? Ja, was ja das wohl? Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, bis der sich wieder resettet. Ich lasse dich, glaube ich, alleine. Ja.
Michael kann gut mit Geistern umgehen. Und nicht nur das. Das habe ich bis hier gehört. Könnte ein Geister-Event gewesen sein. Hatten. Ich könnte ja mal ein bisschen rennen, da wäre ich ein bisschen schneller vielleicht. Ich glaube, ich könnte es fast, aber meine Flasche dabei nicht flackern, also. Das hätte eine Jagd sein. Hier draußen sogar 20 Grad. Ja. Also, wir haben sogar schon alles erledigt, bis auf das Räucherstäbchen. Das müsste noch jemand dann machen. Also, er war tatsächlich etwa 10 Sekunden auf 10 sogar, also er hätte auch töten können. Ich weiß, er hat sich bewegt, deswegen bin ich schnell rausgerannt und ich renne jetzt schnell. Achso, ich hätte übrigens noch die Kopfkamera gehabt. Und jetzt hört die Tür zu. Ja, okay. Wir haben zu mir hingewatschelt, da hab ich mir gedacht, okay, ich schau mal lieber. Okay, also wir haben nur Buch, ne? Wir haben bis jetzt nur Buch, ja. Ich setze eine Kamera rein schon mal, ich gehe schon mal rein. Ich bin ein mutiges Lord Dimje. Ich nehme mal Feuerzeug und UV mit. Was soll ich mitnehmen? Dann passt auch ja, denkt dran, dass er das Feuerzeug noch mitnimmt. Also denkt dran bitte an das Feuerzeug noch. Ja, ja, Feuerzeug, ich merke meiner Feuerzeug aktiv, dann nehme ich Kamera und. Ich hab Feuerzeug und Räucherstäbchen jetzt dabei. Sehr schön. Ich hab cooles Feuerzeug. Mein kleines Kruzifix zu sichern. Ich setze dann schon mal die Kamera. Warum seid ihr ins Zimmer gegangen und die Tür zugemacht? Auch nur so. Warum kommt er mir doch nicht zu, dass er tot aussieht? Ja. Man hat ein Messer in der Hand. Gib uns ein Zeichen. Erscheine. Ich hab keine Finger. Nee, die Kamera sitzt irgendwie nicht richtig. Mal nach den Knochen oder so. Ich check mal die Nebenräume, ob ich da den Finger drücke. EMF5. Oh, EMF5 ist schon mal gut. EMF5. Revenant, Shade oder Boom. So, ich guck da mal klein nach Orbs. Oh, da ist er. Er kommt. Ich habe ein Foto gemacht. Hey. Welcher Geist verschwindet, wenn man ihn fotografiert? Ich glaube, das war das Phantom, Shade. Glaub ich. Ja, das Phantom, oder? Stimmt. Stimmt, das Phantom verschwindet. Haben wir Phantom als Option? Nope, Revenant, Shade und Oni. Aber ich guck mir jetzt nur Geister-Orbs, also wenn die jetzt noch auftauchen, haben wir es ja schon gelöst. So, dann gucken wir mal, ob ich was richtig gemacht habe. Jo. Hä? Wo hast du schon Orbs gesehen? Ah, ja, der Punkt, wo runtergekommen ist, oder was? Genau. Ecke links unten, schon wieder Orbs. Da ist doch vor der Tür, okay. Instant Orbs gesehen. Ja.
Geisterops ist ein Schade. Ja, und wir haben alles schade erledigt. Ist ein Schade. Das war ja mal flott. 10 Minuten. Ey. Wir das können. Wir können, wenn wir wollen. Ja, ja. Go, go, Geisterjäger. Macht Michael in der Turm? Ne, er ist im großen Gang oben, oder? Sicher? Er muss oben sein, weil in der Mitte ist die Turnhalle normalerweise. Lauf, Michael, lauf! Ja, ich sehe halt, komm. Wieso, hast du keine Taschenlampe dabei, oder was? Doch, aber es ist so dunkel. Ach ja, Globeln, da war was. Globeln heißt gut. Global hörst du wieder nicht? Lasse, Global hörst du wieder nicht? Ja. In Highschool nicht, nein, scheinbar nicht. Aber wenn nicht, bleibst du bei mir in der Nähe, dann sag ich dir alles, was ich höre. Ja, ist gut. Ist nur gut, dass ich bleibe, wenn ich hier stehe. Du bist ja nicht mal rein. Ist draußen, hast du dann Schade schon drin? Das ging aber einfach heute. Jo. Das geht, also wir hatten schon schwer. So, wenn ihr der Shade drin hat, dann drücken wir drauf. Yes, ist drin. Okay, ich drücke. Ein Shade. La Shade. La Schade. Und gleich mal wieder Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, die nehme ich mir. Okay. Die Auswahl. Willst du da hinten ranlegen oder zu Cut machen hier? Nö, wir machen noch eines dran. Wir haben noch. Ja. Dann, also ich habe halt die Highschool und das Highlight auf Profi oder halt Tanglewood Street auf Profi. Deswegen, ich denke, dann lass den Tanglewood Street machen. Ja, genau. Ja. Bis dahin dauert nachher wieder 50 Minuten. Bis dahin dauert 50 Minuten ist gut. Ich muss noch eine starke Taschenlampe zufügen. Also, jetzt sind's vier. Wo war die vierte vorhin? Ja, ich kann meine eine nicht dazufügen, also irgendjemand hat mir zwei dazugefügt. Ja. War ich wahrscheinlich. Weil ich war gerade noch beim Kaufen, weil ich habe jetzt nur alles mindestens einmal. Ey, Peacemaker, kann das wohl sein? Du bist jetzt schon 55? Mhm. Ja, wie gesagt, ja, Mittwochs-Stream macht halt noch ein bisschen was aus. Schande! Ich spiele ja nochmal 4 Stunden mehr als ihr. Die werden so schnell erwachsen. Beziehungsweise 3. Ja, ja. Ich war doch eben bereit schon. Ich bin bereit, ich bin soweit. Gehen wir los, machen hoch. Hallo, ist da wer? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ich hab den Schlüssel, ich hab den Schlüssel. So, jetzt bin ich dran. Was haben wir denn Feines? Ja. Gut, also stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand einer Bewegungssensor fest. Das kriegen wir hin. Fotografieren Sie dreckiges Wasser. Oh oh.
Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Kriegen wir auch hin. Die Gute heißt Donna Wilson, reagiert auf Gruppen und auch als alleine. Ja. Wilson haben? Will sie nicht haben. So, das nehme ich noch mit. Hat jemand Buch dabei und so Sache? Ja, ich habe Buch und Dings. Also ich habe Thermometer und gleiche Kamera mitgenommen. Irgendwer hat seine Taschenlampe vergessen. Also ich habe meine Taschenlampe. Nicht lasse. Oh mein Gott, ich habe Schuhe gefunden. Ach nein, was ist das? Hässliche Schuhe vor alle Dinge. Also hier hinten ist anscheinend nett. Ich hätte Richtung Garage die Steps. Garage? Ja, sicher? Der Meter ist aber okay. Also ich stand halt hier ungefähr. Hier, oder was? Hier stand ich, da hatte ich halt Steps gehört. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Erscheine. Mach Street Dance. Ah, Garage Plakett. Bist du hier? Licht aus. Aber weiß jemand, wo die Dijon ist in dem Haus? Ah, die ist im Keller. Also die Garage ist gerade das Licht geflackert und dann ausgegangen. Gerade ist es in der Küche aber auch. Ja, aber bei mir ist es aus. Gib uns ein Zeichen. Hier sind gerade 9 Grad gewesen. 11, 10. Ja. Hier im Wohnzimmer sind es 8 Grad. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Hier? Wie alt bist du? Hast du Bock mit mir zu reden? Schreibe in das Buch. Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Darf ich reden? Hast du Lust mit uns zu reden? Nö, kein Bock. Bist du hier? Ich gehe mal raus und noch nur die Kamera gucke. Und hol schon mal Salz. Gehst du auf? Lasse! Ja? Okay, drei. Warum machst du die Tür zu? Warum mach ich die Tür zu? So. So, haben wir Bewegungssensor? Ja, wir haben Bewegungssensor. Okay. Ja, ich nehme die Cam mit. Also ich sehe schon mal nix. Gut, ich habe Salz dabei. Bewegungssensor habt ihr? Der Bewegungssensor müsste drin. Gib uns ein Zeichen. 4 EMF. Ja, hat die auch schon. Gib uns ein Zeichen. Latschen so, gesalzen hab ich. Der Scheine. Nötige Würze. Spiel mit uns. Buch geschrieben. Yay, Buch! Perfekto. Perfekto Patronum? Patronum! Aber das eine Buch, wo ich da neben hingelegt habe, ist weg. Ah ne, das andere liegt hier jetzt. Ich buche halt echt ein Gesicht. Habele, habele. Genau. Zeige dich. Erscheine. Bist du hier? Erscheine. Rede mit mir.
Gib mir ein Zeichen. Okay, wir haben auch schon Salz und bewegen sie. Wir brauchen noch dreckiges Wasser als Nebenaufgabe. Oh, da hat sich gerade der Geist bewegt. Nö, ich habe eine Tasse nur dir geworfen. Was denn war? Also ich sehe keine aus. Nee, ich auch nicht. Zeige dich. Salz müsste auch funktioniert haben. Passiert hier irgendwo ja. Salz, du eigentlich. Hast du schon fotografiert? Ja, ich hab's gerade fotografiert. Kann mal jemand gucken, ob das Salz funktioniert hat, dass es als Beweis zählt? Danke, du bist auf 22% runter. Das klappt nicht immer, das ist komisch mit dem Salz. Zeige dich! Okay, EMF-2. Auch schon mal mehr. Ich glaube, bist du hier? Bist du hier? Gib uns irgendwo musst du doch rumwandern, oder? Eigentlich schon. Ja. Na, Fingerabdrücke sind. Gib uns ein Zeichen. Ich habe noch nie Fingerabdrücke gefunden, irgendwie. Also gefühlt doch, nie. Schon. Selten, aber ja. Gib uns ein Zeichen. Normalerweise siehst du auch mal Füßeabdrücke vom und so Sache, aber gar nichts. Ja. Also was haben Fingerabdrücke? Was haben wir dann jetzt im Endeffekt? Nur Geisterbuch. Ja. Ja. Ah, hier sind Füße. Yay, ich habe Füße. Schön, dass du Füße hast. Ja, aber sie tun nichts. Doch, bewegen. Zeige nein, dich. Nein, jetzt sind sie weg. Erscheine. Bist du hier? Bist du blöd? Also, jetzt Bild hat er schon von der. Ich geh mal gucken, ob ich vielleicht Geisterorbs sehe, weil irgendwas müssen wir hier haben. Also fällt jetzt eigentlich nur noch das Waschbecken, oder? Ne, definitiv keine Orbs. Oh, ist eine Jagd, da läuft sie. Ein Kind, ja. Oh ne, Mo, ist alleine da drin. Es ist ein Kind, Mo. Guck mal, wie der rumkrabbelt. Aber der hört sich nicht. Ich weiß. Oh, ihr sollt langsam mal Dings nehmen. Pillen. Oh die ja. Die Pille danach. Könnt ihr mal gucken, wie es ihm geht. Ja, er hockt im Schrank fest. Schisser. Hat er eigentlich ein Bild von gemacht? Nee. Keine Ahnung. Mo! Es war ein Crawler. Es ist ein Baby. Ah, stimmt, Mo hat ja keine Global. Das Ding ist, manchmal funktioniert das die ersten 5 Minuten und dann passiert irgendwas, dann geht's nicht mehr. Ja, was? Zeige dich. Ja, aber nur 3 oder 4. 3. Zeige dich. Erscheine, Geist. So wie du. Du Ausgeburt der Hölle. What check on that, du? Zeige dich. Wie ist der Geist jetzt nochmal? Oh, das haben sie. Donner irgendwas. White? Ja, Donner Wilson. Donner Wilson. Keine Ahnung. Mach du mal den Checker. Bist du hier? Alter, schlägt mich
Gib mir ein Zeichen. Du kleines Balk, gib mir ein Zeichen. Ja, EMF 2 ist kacke. Aber echt keine Fingerabdrücke. Das ist echt straight. Gib mir ein Zeichen. Was ist? Also ins andere Buch hat er jetzt Aschmorin geschrieben. Ja. Ah, das hat er auch schon lange. Ja, ich glaube, das mit dem Dings haben sie gefixt, sehe ich gerade. Was? Zeige dich. Klettern. Erscheine. Oh. Ah, Footsteps. Zeige dich. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Zeige dich. Ja, ja. Ja, wir hören dich. Geisterops. Ah, Geisterops, cool. Ja. Na, krass, was war das denn gerade für Flackern? Zeige dich. Shade oder Yurei? Was haben die jetzt eigentlich alles? Also entweder ist es, also wir haben Buch und Orbs, also Shade oder Yurei. Ja, stimmt, ja, Buch habe ich total vergessen halt. Ja, ich habe es eben gerade noch gesagt, zweimal ins Buch geschrieben. Hm. Ja, ich weiß, aber ich habe es nicht eingesagt, nicht voll. Bist du bisschen müde, Junge? Nee, ich habe irgendwie vergessen. Wolltest du früher ins Bett? Ich wollte ein Bild von mir. Hat er auch noch. Das ist mir wichtiger. Wohin ist auch noch Steps. Und was brauchen wir da? Erscheine, Geist! Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen! Also wir bräuchten entweder EMF5 oder Freezing. Ja, entweder Gefriertemperaturen oder EMF5, genau. Ich glaube, EMF war vorhin auch ausgeschlagen. Ich weiß nicht, ob es 5 war. Okay. Jetzt kommt doch wieder. Ich weiß nicht, was mit denen los. Ich check das nicht. 5 war EMF. Ja, dann wird das gesagt. Okay. Sollen wir jetzt noch versuchen, ein Bild zu holen, oder? Ah, ich glaube, das ist doch viel zu offen. Keine Ahnung, wo das spawnt. Ja, okay, dann ist damit auch beendet. Ja, nee, das ist ein Kind, das macht kein Abwasch, das macht auch kein Haushalt, also vergiss es. Aber noch Teamfoto. Krass, ich bin einfach wieder auf Null und ich habe eigentlich schon Pillen genommen. Ja, guck mal, wie es bei mir ist. Ich habe auch Pille genommen, bin jetzt bei 9%. Also. Hat jeder das Ding drin? Hat jeder das Schade drin? Schade ist drin? Ja, ja. Das Schade. Ja, bin immer gespannt, ob es der Kiste Shade war. Wir haben einen Schade. So, aber in dem Sinne bedanke ich mich bei euch allen fürs Mitmachen und fürs tolle Zusammenarbeit und beende jetzt mit das Video und sage dann schon mal Tschüss.